Leute, hola chicas, hola chicos. Ich bin's mal wieder, Paul Rose. Ja, Leute, na, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr seid noch nicht erfroren. Ja, die Kälte ist ja gerade ein bisschen abnormal. Naja, ich hoffe, der Frühling kommt jetzt bald, weil Frühjahr ist meine Lieblingsjahreszeit. Ja, Leute, heute mal ein anderes, was heißt ein anderes Video? Mal was anderes, um ein bisschen Abwechslung auf meinen Kanal zu bringen. Und zwar, ich hatte heute frei, morgen habe ich auch noch frei. Kurze Info, ich war gestern auf dem Helene Fischer Konzert in München. Ja Leute, ich gestehe, ich bin ein Helene-Fan. Und es war so toll, oh mein Gott, es war so toll. Ich war mit Tantchen und mit Mama und wir haben geschrien und geklatscht und getanzt und irgendwie... Es haben viele mitgemacht und gute Stimmung gemacht, bloß ein Teil vom Publikum war die ganze Zeit gehockt und so zurückhaltend. Ich habe mir gedacht, what? Naja, was auch immer. Aber ja, zum Schluss haben dann alle mitgemacht, aber ja, der größte Teil des Publikums war die meiste Zeit ein bisschen lahm, bis Helene gemeint hat, ja komm, steht mal auf und naja, egal, egal. Ich lenke nur vom Thema ab und ja, ich hatte heute eben auch noch frei und unter anderem war ich noch beim DM einkaufen und habe meinen Monatseinkauf gemacht und ich habe mir gedacht, ich teile das mal mit euch, weil ich finde es selber immer ganz interessant, so DM-Hauls anzuschauen und ja, ja, bitte verzeiht, ich bin heute eigentlich nur im Gammellook, fast nicht geschminkt, ich habe nur ein bisschen so eine BB-Cream, die ich noch aufbrauche, ins Gesicht geklatscht, aber naja, ist jetzt nicht der Burner und ein bisschen Mascara und naja, egal. Ich mag es heute gammelig gemütlich und ja, stimmt Leute, was ich euch noch zeigen wollte, ich bin ja so stolz und zwar dieses Kissen, schaut es euch mal an, oh mein Gott, so süß. Ich habe mich so schockverliebt, das hat 4 Euro gekostet, 4 Euro, die Hülle und mit Füllung. Das ist so ein kleines Möbelhaus bei uns in der Stadt und der ist so süß, das Kissen. Ich liebe diese, oder ich mag diese Einhörner, wie sie jetzt so immer sind, was es so Artikel gibt, eigentlich gar nicht. Die sind so fette Einhörner und mit so Regenbogenmähne. Ich finde die voll hässlich, um ehrlich zu sein. Aber dieses hier ist so süß und anmutig. Ah, okay. Wieder genug gelabert. Leute, es geht los. Also, ich habe meinen Einkauf aufgeteilt in die einzelnen Kategorien sozusagen und wir starten mal mit Haushalts- und Reinigungsprodukten, Haushalt- und Putzprodukten. Also, und zwar, einmal haben wir hier, ist mir ausgegangen von Denk mit, diese WC-Duftsteine. Ich habe die, wie heißt denn, Flower Splash. Genauso süß pink, passt in mein Bad. Ich habe da ein paar so pinke Details und ja, finde ich ganz gut. Und ja, ich glaube, die Inhaltsstoffe sind jetzt nicht so toll, aber da gibt es jetzt noch nicht so eine biologische Alternative. Weil die anderen Sachen, die ich euch jetzt zeige, und zwar sind nämlich von der Marke E-Cover. Und zwar, ich habe mir einmal Weichspüler nachgekauft. Und zwar, der Duft ist Apfelblüte Mandel. Genau, und die Marke gibt es, glaube ich, seit ein paar Jahren beim DM und ich finde die voll toll, weil die Marke ist eben sehr für Umweltschutz und die komplett alle Produkte sind eben auf Basis von pflanzlichen nachwachsenden Inhaltsstoffen oder mineralischen Inhaltsstoffen und die Produkte sind eigentlich alle biologisch abbaubar, also das heißt, die Umwelt wird nichts geschadet und wenig Gift, wenig Chemie, denn um ehrlich zu sein, Leute, diese ganzen anderen Haushaltsartikel, die man so zu kaufen hat, ist nur Scheiße drin, ist nur Gift und schadet eigentlich nur der Umwelt und eigentlich kommt das alles wieder zurück zu uns, also ja, habe ich dann vor ein paar Jahren eben umgestellt und ich bin eigentlich echt zufrieden mit den Artikeln und ja, und die Verpackung ist auch noch aus zu 75% pflanzenbasierten Plastik und 25% recycelten Plastik, genau. Dann habe ich mir noch den WC-Reiniger gekauft von E-Cover. Ja, das sind so Standardartikel, die ich immer wieder nachkaufe. Genau, und hier ist das Atlantik frische Salbei, der Duft. Genau, finde ich auch super und ja.
genau das gleiche wieder mit der Verpackung, auch Recycle und nachwachsende Rohstoffe, die Verpackung. Und dann hier noch das Universalwaschmittel, Konzentrat, Hibiskus Jasmin. Genau, das ist jetzt neu, weil vorher war die Flasche größer. Bloß, das ist jetzt die gleiche Stärke, bloß muss man statt einer Kappe nur noch, nee, statt zwei Kappen, sorry, früher, wie es früher war, nur eine Kappe reintun, weil es jetzt eben auch konzentrierter ist und ja. Genau, und dann auch noch von E-Kappa, das ist so ein Handspülmittel, Duft Granatapfelfeige. Genau, ist auch so ein Nachkaufprodukt von mir. Und was ich voll toll finde, das ist jetzt eine neue Verpackung und zwar... Die Flasche besteht aus 100% aus recyceltem Plastik, also perfekt, finde ich auch, sehr guten Aspekt, wird der ganze alte Plastikmüll neu verwertet, ist echt gute Idee. Genau, und alle diese E-Cover-Sachen sind eben sehr umweltfreundlich und ja, abbaubar, biologisch, bloß eben dieser Duftstein jetzt nicht so, aber ich glaube, von den Inhaltsstoffen ist es jetzt nicht so drastisch und da gibt es, glaube ich, schlimmere und ja. Okay Leute, das war's mal damit und jetzt habe ich noch ein paar Hygieneartikel, so nennt man es glaube ich, und zwar einmal durften wieder mit diese Wattepads, das sind von DM Nature, nee, Evelyn Nature, wie auch immer, das sind Wattepads aus Bio-Baumwolle und was ich auch noch toll finde, umweltfreundliche und faire Herstellung, faire Entlohnung, also die Bauern, die die Baumwolle ernten, wo auch immer, kriegen eine faire Bezahlung, genau. Finde ich ganz super. Ich habe früher immer die ganz normalen gekauft, diese Samtweich heißen sie, glaube ich. Genau, bloß dann habe ich die mal entdeckt und ich bin auch sehr zufrieden. Ist echt die gleiche Qualität, bloß, ja, mit einem besseren Kaufgefühl, wenn man es kauft, genau. Und dann habe ich auch noch die Kosmetiktücher, die Seidenweich nachgekauft. Kaufe ich auch immer, die sind eben, ja, Seidenweich, haha, wie es der Name sagt, finde ich ganz cool. Zampeckel ausquetschen und was auch immer noch. Genau. Ja, Leute, dann kommen wir zu Nahrungsmitteln. Habe ich mir auch so Standardsachen nachgekauft. Und zwar einmal, Leute, Zitronengranola. Das kaufe ich erst seit einem Jahr oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das, was, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Granola ist. Granola sind so gebackene Haferflocken mit Reissirup, genau, handgebackene Flocken. Und die sind halt so ein bisschen, ja, durch, wie so karamellisiert und das ist so lecker und ist eben kein Zucker, nur dieser Reissirup und ja, finde ich voll lecker und die Geschmacksrichtung Zitrone und das ist so lecker, so erfrischend, süß, sauer, zitronig, liebe ich, total lecker. Genau, dann kamen mit diese Dinkel-Vollkornlocken. Mein Schatz und ich stehen voll auf diese Nudeln mit so einer selbstgemachten Avocadosoße. Das ist so göttlich. Dann, was gab's denn noch? Diese Mais-Amaranth-Waffeln mit Reis und Leinsamen. Auch die M-Bio. Das sind auch voll lecker. Die nehme ich immer in die Arbeit mit zum Snacken. Sind die voll gut. Ja, dann habe ich mir auch noch nachgekauft. Couscous ist auch so ein Standard-Lebensmittel für mich. Ist voll lecker und das ist so gut für faule Leute. Du tust da einfach den Couscous in der Schale, kochst das Wasser mit dem Wasserkocher auf, stützt drüber, musst nichts kochen, lässt du quellen und ist fertig. Perfekt. Ich liebe Couscous. Perfekt. Und dann habe ich mir mitgenommen, so zum Kochen, so eine Tomatensoße, so eine, ja, aus dem Glas mit Kräuter und da ist eigentlich nur Tomatenkräuter und Meersalz drin, also sehr gut. Ich hatte die selber jetzt noch nicht, ist jetzt mal zum Testen und ja, genau. Hat mich angesprochen. Dann haben wir noch und zwar den Sojadrink Vanille, weil ich stehe gerade so mega mal wieder, ich hatte das im Sommer, auf Matcha Latte. Ich habe mir nämlich auch noch Matcha-Pulver nachgekauft vom DM. Matcha-Pulver ist so gemahlener Grüntee. Genau, und das tue ich mir immer, das Matcha-Pulver mit ein bisschen Wasser, verquirle ich das und dann kommt eben der Sojadrink Vanille dazu und das schmeckt so göttlich. Oh, ich liebe das. Das ist so erfrischend lecker. I love it. Genau, und dann gab es noch
für das Handtäschchen habe ich immer so Fisherman's Friends. Da hat mich Mama eigentlich mal angesteckt. Das ist hier die Geschmacksrichtung Raspberry, also Himbeer. Finde ich voll lecker und total pink. Total süß. Ja, so zwischendrin in der Handtasche drin und dann erfrischt. Macht die Nase frei. Perfekt. Finde ich gut. Und dann zum Schluss noch, ich hoffe, diejenige Person, für die es dann bestimmt ist, das ist jetzt nicht für mich, so ein Kappa-Tee, so ein Bio-Tee mit Vanille und, nee, Quatsch, Kräutertee mit Kamille, Honeybusch und Zimt. Das ist ein Geburtstagsgeschenk für jemanden. Ich glaube, die Person schaut das Video, aber whatever. Ich hatte den selber, der ist sehr angenehm. Genau, und ich denke, für die Person, für die es gedacht ist, der schmeckt es auch. Genau. Gut, das haben wir. Nahrungsmittel haben wir auch. Ja, und jetzt bleibt eigentlich nur noch der Beauty-Bereich, den ich mir bis zum Schluss aufgehoben habe. Genau, fangen wir mal an. Ist jetzt nicht für mich, das ist für Schatzi. Er wollte mal wieder ein Deo. Und er benutzt von Alverde diese Deos, eigentlich alle von Alverde. Und er wechselt da immer durch. Und ich habe ihm gekauft Bio-grüner Tee Agave, das Schatzi immer frisch schnüffelt. Ich kann ja mal riechen. Ich sprühe mal. Der ist echt ganz angenehm, der Geruch. Ich mag ihn auch. Ja, das ist so, oh, jetzt riecht es eher nach Alkohol. Ja, so frisch. 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 Frisch Zitronik. Nee, so frisch kräutrig. Kommt, so frisch kräutrig, ja. Sehr angenehm. Okay, dann, wo machen wir denn weiter? Ich benutze immer zum Abschminken dieses Micellenwasser von Balea und das war aus. Ich habe das für sensible, trockene Haut. Das ist oben dieser helllilane Verschluss. Es gibt auch noch das mit dem dunkellilan, das für Mischhaut, aber weil ich das eben, ja, um die Augen und ja, meine Haut, ich habe eine Mischhaut, aber mit dem fahre ich besser. Ich meine, das ist angenehmer und ja, benutze ich auch schon seit Jahren, ist echt super, ja. Genau, dann noch meine Reinigungsmilch, Bio-Wildrose von Alverde ging mir leer. Wunderbar. Oh, Eskalation im Schlafzimmer. Genau, habe ich mir nachgekauft. Die finde ich auch sehr super. Ich benutze Reinigungsmilch immer am Morgen zum Reinigen. Am Abend ist mir das zu schwach, um das Make-up und so wegzubringen. Aber es ist echt sehr angenehm, riecht sehr rosig, bio-rosig, Kräuter. Boah, what? Was geht denn ab? Ich kann wohl meine Hände nicht kontrollieren. Egal. Also Bio-Wildrosen-Reinigungsmilch, die ist sehr cremig und ich finde die voll angenehm. Cremig, angenehm, pflegend und ja, perfekt. Wo machen wir denn weiter? Genau, ich habe mir dann noch von Bilo, das ist ja von der Bibi's Beauty Palace, von dem YouTube-Kanal. Ja, ich schaue jetzt ihren Kanal nicht wirklich, aber die Produkte fand ich immer so toll, die Optik so, das Weiß und oben immer so ein Bildchen für die entsprechende Duftrichtung, genau, und das ist jetzt so ein Body Spray. Ich glaube, der ist ziemlich neu, 2 in 1 Body Spray. Und ja, übrigens, alle Produkte, Kosmetik sind vegan und ich glaube, alles ist vegan. Ich bin ja vegan, nee, aber ist alles vegan. Genau, und das hat mich angesprochen, Yummy Lemon, der Duft und so ein Body Spray, wie gesagt, so pflegender Body Spray und ja, weil ich habe noch so alte Victoria's Secret Body Sprays, die ich jetzt nach und nach aufbrauche. Ja, und ich habe das letztens mal wieder aufgesprüht und meine Haut ist jetzt eh gerade so trocken wegen der Kälte und nach dem Spray, einen Tag später, war meine Haut irgendwie noch trockener, aber ich habe mal nachgeschaut, an erster Stelle bei diesen Sprays ist Alkohol. Nee, hier ist kein Alkohol an erster Stelle bei dem. Und es war so austrocknen, die Düfte sind ja echt toll von den Victoria's Secret Sachen, aber es war so austrocknen, ich habe gedacht, nee. Und jetzt probiere ich den eben mal als Alternative und ja, der Duft ist echt lecker. Oh, super, ich könnte kotzen. Der ist schon gesprüht, hat schon gesprüht damit. Egal. Aber es ist noch ziemlich voll, also es war vielleicht ein Sprüher von wem auch immer im DM, der das testen wollte. Es gibt ja auch Tester, aber egal. Ja, egal. Also der Duft ist, oh, der ist so
zitrisch-cremig. Zitrone und Creme, ja. Yummy Melon. Yummy Melon. Oh, Leute, wieso drehe ich heute eigentlich ein Video? Ich verspreche mich, schmeiß Sachen runter. Yummy Lemon. Also cremige, leckere Zitrone. Und so riecht's. Also süß, zitrisch, cremig, vanillig. Lecker. Yum, yum. Also werde ich testen und ich kann euch ja mein Feedback geben, wie ich es finde. Und ja, genau. Dann gab es noch, was ich immer wieder nachkaufe, diese Nose Strips von Balea mit dieser Aktivkohle. Finde ich voll gut, um die Mitesser eben auf der Nase zu entfernen. Und dann noch diese Antifaltenpads, Q10. Ja. Muss ich die jetzt zeigen? Ihr seht ja, wie die Form da ist, da oben so ein Dings halt, dass es auf die Nase passt. Und diese Pads, hier in der Anwendung sieht man dann, die sind eben so muschelförmig, was ist muschelförmig, so ellipsenförmig. Da seht ihr es, genau. Und die Q10 Pads legt man eben um die Augen rum und das soll eben die Faltentiefe und ja die Faltentiefe vermindern und einfach ein strafferes Erscheinungsbild um das Auge erschaffen. Genau, finde ich sehr gut. Ich benutze die auch seit Ewigkeiten. Genau. Und dann durfte noch mit Make-up Artist von Ebelin so ein Highlighter-Pinsel. Genau. Ich mache den mal auf. Ich zerstöre die ganze Verpackung wahrscheinlich. Ach ja. Ich hasse das immer an Verpackungen, wenn bei dieser Lasche, wenn das so einrastet und dann ist alles im Arsch, wenn man es aufmacht. Egal. Das sind Synthetikhaare, also keine Tierhaare. Der ist sehr weich, sehr weich. Sehr edle Optik, muss ich sagen. Hier unten steht eben Ebelin. Genau, und das ist so weiß, der Pinsel, und sehr weich. Finde ich gut. Ja, ich habe eigentlich noch nicht wirklich einen Highlighter-Pinsel. Ich benutze da so einen anderen. Und ja. Mit dem werde ich den einfach mal auftragen und ich hoffe, der ist zufriedenstellend, der Pinsel. Genau. Und dann noch im Bereich Beauty habe ich mir dann noch so ein Augenbrauengel von Alverde gekauft. Das ist die Farbe. Ach, da unten, mein Gott. Einfach Nummer 2 Braun. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Genau. Ich hatte es jetzt noch nie. Ich bin mal gespannt, wie das dann ist. Ich kann es ja mal aufmachen. Okay, oh, das ist ja lang. Na, egal. Ich mag eigentlich eher so kleine Applikatoren, aber noch egal. Also für die Augenbrauen mag ich eher so kleine, aber so. Der ist jetzt so riesig wie Mascara. Ach, ich schau mal, ob ich da klarkomme. Naja, und hier oben, ich weiß nicht, ich brauche das eigentlich nicht. Ah, ist noch so eine kleine Bürste und so ein kleiner Kamm für die Augenbrauen. Finde ich eigentlich überflüssig, aber ich werde es mal testen, ob ich das dann gut finde oder nicht. Naja, schauen wir mal. Und dann wollte ich unbedingt testen eine braune Mascara. Ich habe die heute auch droben. Und da habe ich mir die geholt, Nothing But Volume, auch von Alverde. Genau. Und das eben in der Farbe Braun. Schimpft sich nur Braun. Genau. Und das ist einfach auch, der ist ziemlich dick, der Applikator. Das sind eben so Synthetikborsten, also nicht so Gummiborsten. Genau, und ich muss aber ehrlich sagen, Leute, ich sehe jetzt da nicht wirklich einen Unterschied zu einer schwarzen Mascara. Also der Mascara ist, die Wimperntusche ist sehr natürlich, ist gut für die Arbeit und ich habe immer das Problem, dass die mir abfärbt, oben und unten, so Panda-Augen. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Bei mir ist es eben so, weil ich eben ein bisschen fettigere Haut habe, Mischhaut. Und dann setzt sich das während des Tages oben und unten vom Auge mal ab, die Mascara. Aber bis jetzt, ich habe die ein paar Stunden droben. Sieht sehr natürlich aus. Und bis jetzt färbt nichts ab. Morgen werde ich es eben den ganzen Tag mal testen. Und ja, genau, bin mal gespannt. Und stimmt, hier an der Verpackung sind noch ein paar so Blümchen, ganz süß. Yay, ja. Und dann noch. Oh, Philibert, Blatt setzen. So, dann habe ich mir noch gekauft, das fand ich voll süß, so ein kleines Körbchen. Ich habe schon so ein ähnliches in Knallpink.
so zum Aufbewahren oder in Schränken, um was zu organisieren. Fand ich voll süß und ja. Gut, Leute, das war's. Ich habe final bezahlt 66,20 Euro. Ja, ist ein angemessener Preis. Und ja, so viel dazu. Und ja, ich werde den ganzen Kostitz noch in die Schränke verräumen und ja, dann chill ich mal. Und werde mir endlich was zu essen machen. Ich habe heute so irgendwie so wenig gegessen. Ich weiß auch nicht. Ich mache mir jetzt einen leckeren Salat und ja. Naja, Leute, was ich noch sagen wollte. Heute habe ich eine neue Abonnentin bekommen und wir sind jetzt 80. Leute, wir sind 80 in der Familie von Powder Rose. Halleluja. Leute, danke für die Unterstützung. Danke, dass euch meinen Scheiß, den ich hier von mir gebe, dass das euch interessiert. Und ja, I love you all. Und ja, ich hoffe, wir haben weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende für euch. Ich gehe morgen noch mit Mami und Tantchen shoppen. Also ein bisschen bummeln. Und ja, ich hoffe, also es geht früh los. Um 10 geht's los. Und dann machen wir uns einen schönen Tag, schönen Nachmittag. Und ja, morgen Abend kommt dann noch Schatzi und dann kann das Wochenende beginnen. Ja, stimmt. Ich sehe gerade noch was. Hab mir auch noch die Averde, das Averde-Magazin mitgenommen. Ist immer kostenlos im DM. Finde ich immer ganz praktisch und ja. Genau, wollte ich noch loswerden. Und ja, Leute, Peace und gute Zeit. Stimmt, was ich noch sagen wollte. Ich habe mir ein neues Parfüm bestellt. Das teste ich gerade hier am Handrücken. Es riecht sehr lecker. Ich werde es morgen auch so, nee, morgen nicht so tragen. Ich möchte morgen noch andere Parfüms in der Parfümerie testen, aber am Wochenende werde ich das noch so tragen. Und ich habe mir gedacht, wenn es dann gut ist, mache ich dann noch so eine Review, also so meine Kritik, meine Meinung zu dem Parfüm. Genau, und ja. Stimmt, ich bin noch total mit meinen duftig-süßen Momenten hinterher, Leute, sorry. Aber ich habe es vor, noch abzudrehen. Es fehlt noch Dezember, Januar und jetzt Februar. Ich hoffe, es interessiert euch dann noch, Dezember und Januar, aber ist ja wurscht, ist ja vom Monat unabhängig. Es geht ja nur um die Duftwerksdüfte und meine Parfums, die ich getragen habe. Aber Leute, ich verspreche es, die kommen noch, habe ich auf meinem Schirm und ja. So, genug gelabert, Leute. Macht es gut, bis dann. Bye, bye.